Das Ding. Live, laut, lässig. Electric Boogaloo. Der Pop ist eine harte Muskelkontraktion auf Bass und Snare. Sehr musikalisch. Es macht sehr, sehr, sehr viel interessanter für den Zuschauer, wenn man nicht nur weich tanzt, nicht nur groovt, sondern im Groove dann irgendwann noch Akzente setzt auf Bass und Snare und da noch seine Härte findet. Es geht immer von Pro- zu Kontramuskel. Es ist eine lange Bewegung, die sehr, sehr kurz abgestoppt wird. Also vom Gedanken gehen wir von hier ganz, ganz schnell hier raus, stoppen das aber schon hier ab, trotzdem die ganze Kraft aufwenden, um die Härte reinzukriegen. Wir gehen nach vorne, aber strecken nie durch, ja? Schlagen nicht ins Gelenk, immer kurz vorher abstoppen. Was wir mit dem Arm machen, können wir auch in der Brust, dass wir die Brust heben und wieder fallen lassen. Ruckartig, Bauchmuskulatur, Rückenmuskulatur, nach oben, pop, rein, pop. Wir schießen nach oben, lassen fallen, aber beides wieder mit Muskulatur, mit Anspannung. Dazu können wir noch die Hüfte nehmen, mit der Hüfte nach vorne und hinten bouncen, mit den Knien dasselbe, wieder nach vorne, nach hinten, vom Gefühl, wie wenn wir einen Stromzaun anfassen, einen Elektrozaun, und es kurz und knackig. Tack, 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 tack. Probiert's aus, versucht hart zu sein, und dann könnt ihr auch die Musik sehr, sehr gut betonen auf Bass, Snare, Bass, Snare. Und dann wird das funky. Von hier holen wir den Rhythmus, ein bisschen Härte zwischen die weichen Grooves. Und dann sieht das Ganze nämlich so aus. Keep it funky und bleibt dran. Das Ding. Radio, Fernsehen, Internet.